Die ersten Spoiler zu Kapitel 1083 sind nun draußen und es sieht ganz stark danach aus, dass es ein Doflamingo-Kapitel wird. Wir sehen endlich mal wieder Doflamingo, das erste Mal seit Kapitel 956, seitdem die Samurai der Meere abgeschafft wurden. Und somit geht es auch endlich wieder zum Impel Down, was sich ja auch die meisten Leute wie auch ich gewünscht haben. Und es werden extrem krasse Dinge passieren in Verbindung zur Crossgate, die sehr wahrscheinlich Doflamingo befreien wird und somit auch in das Impel Down einbrechen wird, was wir schon sehr stark von Oda angedeutet und geforeshadowt bekommen haben. Also, Doflamingo und seine Verbindung zur Crossgate wird nun anscheinend endlich getroffen und das sagt auch einen bevorstehenden Kampf von Magellan gegen die Crossgate und auch Doflamingo voraus. Also, was alles im nächsten Kapitel und auch danach sehr wahrscheinlich passieren wird, das erfahrt ihr in diesem Video. Deswegen natürlich sehr gerne Supporter lassen, Like, Abo und auch Kommentar werden großer Support für mich und meinen YouTube-Algorithmus. Das ist wirklich sehr hilfreich. Aber ja Leute, viel Spaß mit diesem Video. Suzui One Piece. Alles rund um One Piece Theorien. Es ist endlich mal wieder soweit und zwar der Mann, der so gut wie alles weiß über die Welt, beziehungsweise in Bezug auf die Weltregierung wird er wahrscheinlich alles wissen, und zwar Don Quixote Doflamingo. Doflamingo taucht endlich mal wieder auf im neuesten Kapitel und das Ganze müsste normalerweise auch im Level 6 weiterhin geschehen. Er ist ja eingesperrt im Impel Down, seitdem er gegen Ruffy verloren hat und er wurde seitdem zweimal gezeigt. Und zwar das letzte Mal, als das System der Samurai der Meere abgeschafft wurde und Doflamingo natürlich dabei auch gelacht hat. Und davor haben wir ihn gesehen, als über den Schatz von Mary Jo geredet wurde. Beziehungsweise Doflamingo hat diesen Schatz erwähnt und nur kurz darauf haben wir ihn schon mal gesehen in der Kältekammer vor dem vereisten riesigen Strohhut. Also Doflamingo wird sehr wahrscheinlich so gut wie alles, wenn nicht sogar auch wirklich alles wissen. Er weiß sehr wahrscheinlich, dass über den Gorosei noch Imsama existiert und er kennt auch möglicherweise den Schatz von Mary Joa. Also Doflamingo ist eine unfassbar wichtige Person, auch noch heutzutage. Auch noch nachdem er gegen Ruffy verloren hat, wird Doflamingo sehr wahrscheinlich, auch wenn er gerade noch eingesperrt ist, eine riesige Rolle spielen in der Story und zwar dann, wenn es darum geht, gegen die Regierung vorzugehen und diese auch zu besiegen. Denn Doflamingo ist gerade eingesperrt und meinte auch selber, dass er damit rechnet, dass die Regierung Assassinen zu ihm runterschickt, weil er eben zu viel weiß und diese sollen ihn dann auch sehr wahrscheinlich töten. Davon geht Doflamingo aus und weil Doflamingo eben auch die Regierung so gut kennt, können wir davon ausgehen, dass das Ganze auch wirklich passieren wird, dass wir möglicherweise schon im nächsten Chapter Doflamingo vor den Assassinen sehen werden. Denn wir haben schon heute am Samstag erfahren, dass Doflamingo im neuesten Kapitel auftauchen wird. Wir wissen allerdings noch nicht wie, also was wirklich passieren wird. Wir können allerdings davon ausgehen, dass das Chapter zumindest zum Teil im Impel Down ablaufen wird und wir somit auch weitere Personen sehen könnten, die sich gerade im Impel Down befinden. Abgesehen von Doflamingo wären die wichtigsten natürlich zum einen Magellan. Hanyabal ist zwar gerade wirklich der Direktor, aber Hanyabal ist eher unwichtig. Also Magellan, Doflamingo natürlich. Doflamingos Piratenbande ist eher uninteressant, sehr wahrscheinlich für einen nächsten Impel Down Arc. Aber eben auch sehr wichtig, möglicherweise Bonchan. Und falls er mittlerweile auch schon angekommen sein sollte, natürlich auch Edward Weevil. Denn auch Weevil wird sehr wahrscheinlich im Impel Down ankommen. Und er ist dann mit Doflamingo einer von zwei ehemaligen Samurai der Meere, der sich gerade im Impel Down befindet. Also wir können zumindest bei diesen Personen davon ausgehen, dass sie auch noch gezeigt werden im nächsten Kapitel. Allerdings ist natürlich das Wichtigste, was mit Doflamingo passieren wird. Die erste Möglichkeit wäre natürlich, dass die Assassinen angekommen sind, die gerade Doflamingo töten wollen und entweder wirklich versuchen, Doflamingo zu töten, dann müssten sie auch gegen Magellan kämpfen, denn Magellan meint in Kapitel 906, dass er, falls Assassinen auftauchen sollten, gegen sie kämpfen wird, weil sein Job ist es eben, die Leute einzusperren, aber nicht zu töten, beziehungsweise eben nicht töten zu lassen. Deswegen würde Magellan auch gegen seine eigene Seite kämpfen, um Doflamingo zu beschützen, was er schon selbst, wie gesagt, in Kapitel 906 meinte. Oder es wäre natürlich auch möglich, dass ein Assassine wie beispielsweise Bruno, der dafür perfekt geeignet wäre, sollte Bruno wirklich dafür beauftragt werden, Doflamingo zu töten, dass er versuchen wird, Doflamingo zu befreien durch seine Door-Door-Fähigkeit. Wenn er beispielsweise eben Doflamingo in seine Door-Door-Welt hineinzieht, kann ihn niemand mehr aufhalten, denn Bruno ist in seiner eigenen Welt und keiner kann dort eindringen, wenn Bruno es gerade nicht ermöglicht. Das heißt, auch das wäre eine sehr coole Möglichkeit, dennoch gehe ich nicht von Assassinen in diesem Chapter aus. Ich gehe eher davon aus, dass Doflamingo in der Zeitung sehen wird, dass die Crossgate gegründet wurde. Und er wird auch, denke ich, darauf reagieren, dass eben Crocodile sich mit Mihawk und mit Buggy verbündet hat, weil auch Doflamingo wollte sich damals auf Marineford mit Crocodile verbünden und Crocodile hat noch damals abgelehnt. Deswegen gehe ich davon aus, dass Doflamingo sowas sagen wird wie: Jetzt bin ich aber ganz schön neidisch auf dich, Crocodile, und auf die anderen halt eben, weil die sich mit Crocodile verbündet haben, was ich schon Doflamingo vor 2 Jahren haben wollte.
Und deswegen gehe ich sehr stark davon aus, dass Oda zumindest in diesem Chapter mindestens Doflamingo mit der Crossgate in dieser Art und Weise verbindet und einen Kommentar darauf abgibt, dass er auch selber ein Teil wäre von der Crossgate, natürlich in dieser ironischen Art und Weise von Doflamingo, aber im Endeffekt wird dort auch ein wahrer Kern drin sein, dass er wirklich gerne bei der Crossgate dabei wäre. Und wir haben ja auch im letzten Chapter gesehen, dass die Crossgate irgendwo hinsegelt, wir wissen aber nicht wohin. Jedoch konnten wir eben auch sehen, dass Crocodile seinen Traum enthüllt hat, mal wieder, und zwar eben das Utopia zu gründen. Und Mihawk meinte zu Crocodile, dafür bräuchten wir noch sehr viel mehr sehr starke Männer, um das Ganze realisieren zu können. Das heißt, die Crossgate muss sich eben vergrößern und verstärken. Und was wäre die perfekte Möglichkeit dafür, seine Bande aufzuwerten mit extrem vielen unfassbar starken Personen? Natürlich das Ganze, was schon Blackbeard damals gemacht hat und was auch in gewisser Art und Weise Ruffy gemacht hat vor 2 Jahren, und zwar natürlich in das Impel Down einbrechen. Im Impel Down sind so viele unfassbar starke Charaktere, wie auch beispielsweise vor 2 Jahren Vasco Shot, Avalo Pizarro, The Crocodile, Jinbei, natürlich die ganzen Leute im Level 6, aber auch eben Leute wie Mr. One oder Mr. Two, also Bonchan, so viele interessante Charaktere, und natürlich auch im Level 1 war auch Buggy eingesperrt, der heutzutage Kaiser ist. Also man sieht eben, dass das Impel Down für eine Piratenbande eine sehr gute Möglichkeit ist, sehr viele und sehr starke neue Mitglieder zu bekommen. Und das Paradebeispiel für diese Möglichkeit, neue Mitglieder zu bekommen, wäre natürlich auch Buggy, der vor 2 Jahren mit Abstand die meisten Leute aus dem Impel Down für sich gewinnen konnte. Das heißt, Buggy wird schon selber sehr genau wissen, dass das Ganze lohnenswert sein kann, solange es eben auch funktioniert. Und ich denke mal, Crocodile und auch Mihawk werden Lust darauf haben, mal wieder Randale zu stiften und der Regierung sehr große Probleme zu machen. Und weil die Crossgate ja eben auch dieser Zusammenschluss ist von den ehemaligen Samurai der Meere, wäre das Impel Down die perfekte Möglichkeit dafür. Denn zum einen gäbe es dort eben Doflamingo und auch bald wird Weevil dort ankommen. Das heißt, es wären die perfekten Kandidaten für die Crossgate, wenn sich zukünftig auch noch Moria und beispielsweise auch Hancock den anschließen würden. Das heißt aber eben auch, die Crossgate wäre perfekt für Impel Down geeignet, um dort einzubrechen. Und dann würde es auch eben zum Kampf kommen von Crocodile, Mihawk, Doflamingo, Weevil und auch Buggy und die ganzen anderen gegen Magellan. Und der Kampf wird wirklich sehr, sehr schwer für Magellan. Denn beispielsweise alleine Crocodile wäre eine Hausnummer an sich. Aber eben mit Doflamingo, mit Mihawk und den ganzen anderen wird es sehr schwer für Magellan, das Ganze wirklich zu überleben. Weil ja auch Crocodile heutzutage zu den stärksten Personen überhaupt gehören sollte. Genauso wie eben auch Mihawk. Und auch bei Doflamingo und sogar auch bei Buggy können wir ein Power-Up erwarten. Und natürlich auch Weevil sollte unfassbar stark sein. Das Ganze wird also, wie gesagt, extrem schwierig für Magellan. Aber ja, Leute, was glaubt ihr? Was wird im neuesten Chapter mit Doflamingo passieren? Also wird er beispielsweise mal wieder nur die Zeitung lesen oder werden zum Beispiel die Assassinen ankommen? Das könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Und was glaubt ihr, wird auch die Crossgate zukünftig das Impel Down angreifen? Das würde mich auch sehr interessieren. Und es wäre sehr korrekt, wenn ihr dem Video ein Like gebt und auch meinen Kanal abonniert, falls ihr es bis jetzt noch nicht getan habt, für den YouTube-Algorithmus. Das wäre für mich auf jeden Fall sehr hilfreich. Aber ja, Leute, danke auf jeden Fall, dass ihr bis hierhin dabei wart. Und ich würde sagen, das war's dann auch. Bis dann und ciao.